Zack, weg. Was hast du denn noch hier? Der Turtle verliert an aufbereitetes Wasser. Tschüss. Arschlecken reicht. So, jetzt haben wir wieder 2000 Deckel. Nichts verlassen. Tschüss. Kommen Sie bald wieder. Ja, ja, irgendwann mal. So, jetzt müssen wir ein bisschen in meinem Inventar rumfummeln. Das muss repariert werden mit dem da. Dann können wir das noch reparieren mit dem da und dann haben wir weniger Platz hier drin. So, Kleidung. Die Metallrüstung ist leider komplett im Arsch, das heißt, die kann raus. Dann müssen wir die wieder anziehen. Ja, ich bin wie ein RK-Mitglied verkleidet. Fick dich. Wir sind kaum verstrahlt, das ist gut. Hilfsmittel, dann zu Munition brauche ich auch alles nicht. Was? Ah, nein. Lass mich. Du. Ah, 497 Schuss, ach du Kacke. Ja, du bist leider kaputt, du blödes Teil. Hoppala, ja, fast runtergesprungen. Nicht gut. Gar nicht gesund. Jetzt weiß ich auch, warum ich vorhin so viel Schaden von dem Arsch gekriegt habe. Ich hab mich besser kaputt gehauen, weil ich keine Rüstung habe. So, der Straße Richtung Norden folgen. Das ist in jede Richtung. Das heißt, wir nehmen diese Straße und folgen ihr Richtung Norden. Richtig? Ja, richtig. Da ist Boulder City. Dieser Straße folgen, dann hier abbiegen, fertig ist. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Boulder City, werde euch bis dahin noch ein bisschen unterhalten und dann werde ich da wieder Cut machen, weil ich habe gleich keine Zeit mehr. Und dann werde ich das Ganze schneiden, heute hochladen und alles in Ruhe von euch anschauen lassen. Ihr Freaks, guckt euch ja eh jeden Müll an, den ich hochlade. Haha, nein, keine Ahnung. Freaks, hört sich so böse an. Nein, ihr Stammgucker, Knüffelabonnenten, wie auch immer. Tja. So. Kommt hin. Ach ja. Dann lasse ich mir weiter auf den Sack gehen von den Leuten, die mir Facebook schreiben, die mir Skype schreiben, die mir in MSN schreiben, die mir in ICQ schreiben, die mir einfach auf den Sack gehen wollen. Das ist Helios One. Das da. Das große. Da fehlen 5 Solarplattformen, deswegen. Warum ist das kein Radio mehr an? Scheiß Radio. Ich hab das doch nicht ausgeschaltet, oder? Hab ich es ausgeschaltet? Keine Ahnung. Blöd. Weltkarte. Das ist ein langer Weg. Die Leute, hier spricht Mr. New Vegas. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass Sie alle zuhören. Nun, das Neueste vom Tag. Es halten sich hartnäckige Gerüchte über eine Supermutantenzuflucht in einer Skihütte im Nordwesten. Falls Sie darauf stoßen, fangen Sie ja nicht, ich wiederhole, ja nicht an zu lachen, wenn Sie einem Supermutanten auf dem Idiotenhügel begegnen. Weiter hiermit. ATNK-Beamte in Camp McCarran sind erleichtert, dass die technischen Probleme der Einschienbahnlinie zum New Vegas Strip leicht zu beheben waren. Wie ein ungenannt bleibender Beamter uns verriet, wäre mechanisches Versagen eine Katastrophe, da der Zug alt sei. Und wie viel Zeit noch so? 20. Oh. Diese Schlagzeilen brachte ihnen Vault 21. Tada. Vault 21. Alles ist besser, wenn man es in einer Vault erlebt. Und nun Gegner. Bing Crosby. Es ist dann das geliebte Wesen. Unbedingt. Der Titel des Songs? Something's gotta give. Hi, Alter. Ja, schieß schon mal auf mich. Rams. Hoppala. Rams. Ah. Fuck. Okay, die Waffe braucht viel zu lange zum Nachladen. Gut. Nochmal neu modifizieren. Gut. Trotzdem auswählen. Sie braucht sehr lange zum Nachladen, ja. Egal. Ich mag sie trotzdem.
Obwohl ich ganz ehrlich das Kleinkalibergewehr bevorzuge für sowas. Auf weite Sicht Schaden, bang bang und so. Hm, cool. Ja, ich darf den Weg nochmal laufen. Freut ihr euch auch so für mich? Ich mich nicht. Ja, was kann man denn noch Schönes erzählen? Ja, wir sind sehr, sehr bald in New Vegas. Können uns dann da umgucken und so. Und dann geht's um diesen Chip. Den Chip sollten wir irgendwann ausliefern. Und ja, wir wissen selber noch nicht wohin und wer den uns jetzt geklaut hat, wer uns getötet hat und so weiter und so weiter. Finden wir alles noch in Ruhe aus. Aber ich muss gleich halt, wie gesagt, wieder Stopp machen, weil gleich kommt wieder jemand fehlen. Und ja, wir werden alle sehen, wo uns das noch hinführt. Und da ich ja meine Stammgucke habe, werde ich diese auch entscheiden lassen, welchen Weg ich zu gehen habe. Es gibt 4 mögliche Wege. Ich werde mich nochmal informieren, welche es gibt, werde dann auch demnach einen Post aufstellen, beziehungsweise einen Aufruf in einem meiner Videos starten, von wegen, wo dann die Leute, die sich das hier angeguckt haben und angucken, entscheiden dürfen, welchen Weg ich gehen soll und ja. Oh, hi. Ja. Dich hatten wir eben so noch nicht gesehen, von daher bist du mir neu. Wie gesagt, meine Stammgucker dürfen dann entscheiden, welchen Weg ich gehe, warum ich, also warum nicht, aber welchen Weg ich gehe für das Video, weil ich habe keine Lust, 4 Videos, 4-mal Fallout New Vegas zu spielen. Es gibt, glaube ich, 4 Lösungswege. Einmal die Roboter übernehmen sich selber, einmal du übernimmst die Roboter, einmal der Kerl, der den Chippy klaut, übernimmt ihre Monitore und... Alter! Schießt der immer Maschinengewehr auf mich, Alter, was ist los? Ups. Macht Spaß? Na klar. Na, du bist tot. So, Korken. Stimpack, schön. Nehmen wir einfach mal mit. Korken, Magnum, Magnum. Nein. Und was hast du? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Ha, 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 ha. Viper Revolver Held. 9mm Maschinenpistole. Sehr schön. Haben wir auch eine von, glaube ich. Korken. Und die. La 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 la. Gut. Erstmal. Hat noch keine von. Auch gut. Wir haben eine 10mm Maschinenpistole. Okay, dann kannst du raus. Dann brauche ich dich nicht. Reparieren mit der da. SW1, SW9. Oder bin ich wenigstens gekleidet wie ein Mitglied von irgendwas. Ist auch okay. Das ist mir egal. Dann sind wir jetzt so gekleidet. Sieht auch cool aus. Jep, jep. So, F3, wo sind wir jetzt ungefähr? Wir sind hier. Wir müssen da lang. Wir wählen eine Pistole aus, damit wir schneller laufen können. Haha, was hältst du denn davon? Nicht viel, du. Eine ganze Menge. Haha. Oh, wer bist du denn? Tankstelle Eldorado. Hi. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Oh, das geht sogar bis hierhin. Hm, toll. Keine Viecher. Wie war das? Er macht die Straße halt und keine Viecher teilweise. Halte ich nicht viel von, ich helfe gerne Viecher, ich will leveln. Weil das Leveln ja nichts am Schaden bringt wie in normalen RPGs, aber hier bringt's
Ein wenig am Schaden. Aber nicht sehr viel. Wir können die Dinger sowieso nur bis maximal 100 leveln. Das heißt, im nächsten Level ab habe ich wahrscheinlich Schusswaffen auf 100. Und danach mache ich nicht mehr Schaden, als die Waffen sowieso schon machen. Das ist die Stadt, die wir suchen, ja. Boulder City. Oder? Ich jetzt doof? Nein, das ist Boulder City. Hi, Skorpionchen. Gut, du hast keinen Schutzpanzer. Sehr schön. Hallo, dritter Skorpion. Nachladen. Ganz schnell nachladen. Nachladen und gucken. Ganz wichtig. Da ist nämlich noch einer. Hahaha. Oh, der ist so mini. Zack. Gut. So, gut. Nochmal nachladen. Ja, ich würde sagen, wir sind in Boulder City angekommen. Das hier ist Boulder City. Wir treffen gleich auf RNK-Mitglieder und bei diesen RNK-Mitgliedern werde ich auch wieder mal Pause machen. Nachtschattenbeere. Mhm. Keine Viecher mehr hier. Sehr schön. In Boulder City kommt man nur rein, wenn man die Aufgabe da drin auch erledigen will, sprich die Großkarte rausholen. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Fallout New Vegas, also beziehungsweise in der nächsten Folge kann ich eigentlich so sagen, erst wenn ich Ende mache, weil ich bin jetzt schon bei über fast 30 Folgen oder sowas. Jetzt wird es bestimmt 40 Folgen geben. Ich liebe das Spiel. Yep, hier sind die RNK-Mitglieder. Hier werde ich Pause machen. Boulder City. So, es war mir vergnügen, für euch zu spielen, also aufzunehmen und das zu schneiden. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zukommt. Das heißt, Let's Play Fallout New Vegas mit Alan Sorrow. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.